Mariana, ich erinnere mich noch, als wir uns vor knapp 10 Jahren kennengelernt haben. Das Lächeln war genauso gut, du mit einer dicken Mappe unterm Arm und hast gesagt, ich habe da ein Projekt vor mir. Wie erinnerst du dich an die Zeit zurück? Wie war das? Ja, das war sehr, sehr spannend für mich, weil ich hatte dir schon ein bisschen erzählt davon, ich war in New York, habe mich da fortgebildet und dann hatte ich auf einmal ein ganz anderes Verständnis für Zahnmedizin und bin dann zurückgekommen, voller Elan und dachte so, ich sag jetzt meinem Chef als allererstes, dass ich mich selbstständig machen will. Das habe ich dann auch getan und daraufhin hat er mich gekündigt und dann stand ich da so ein bisschen ohne Job und dann war für mich klar, okay, jetzt muss ich mein Projekt durchziehen und deswegen stand ich da mit der Mappe und hatte eine tolle PowerPoint-Präsentation gemacht, einen Businessplan geschrieben, also ich war alles drin. Gut vorbereitet. Ganz ehrlich, ich glaube, du hast den, das ist untertrieben, es ist weit übertroffen. Und wenn du das damals berichtet hast, ich stelle mir das vor, dass das Wartezimmer eher eine Lounge ist und da sitzen nicht einfach Leute und warten darauf, dass sie behandelt werden nacheinander, sondern die kommen nach und nach und werden bestellt und im Zweifel reichen da auch 3 Patienten am Tag. Undenkbar, vor 8 Jahre zurück, heute Standard, man erlebt es hier. War das für dich immer so klar oder hat sich das daraus entwickelt? Weil die Mitarbeiter, du sagtest, okay, aus den angesiedelten Unternehmen, da kommen dann Leute in der Mittagspause hin. Ist immer so, so viele sind da nicht da in der Mittagspause, oder? Ja, das stimmt. Das mit der Mittagspause hat nicht so ganz funktioniert. Aber das will man auch gar nicht. Ne? Man will ja mehr Zeit mit dem Patienten verbringen, um auch tatsächlich eine gute Arbeitsleistung zu erbringen zu können. Das heißt, das mit der Mittagspause war dann eher so, ja, vielleicht ein Wunschgedanke für die Bank, um zu sagen, hallo, da haben wir viel Fluktuation. Aber ich habe gemerkt, dass es eben nicht die Masse ist, die zählt, sondern die Klasse, also die Art der Patienten, die kommen. Und mir war relativ schnell bewusst, es ist keine Praxis, die, wo man im Vorbeigehen sagt, oh, jetzt habe ich Zahnschmerz, ach, da ist ein Zahnarzt, da gehe ich jetzt mal rein. Sondern es ist eine Praxis, die man sich bewusst aussucht. Das Schöne ist, dass tatsächlich am Ende aus dieser verrückten Vision, und ich weiß auch damals, wenn ich heute zurückdenke, dann weiß ich auch, warum du immer so grinst und sagst, das war schon besonders deine Idee. Für mich war sie nicht besonders. Für mich war das ganz klar, dass das so funktionieren wird. Und wenn ich jetzt zurückdenke, dann ist es tatsächlich so, dass ich sage, ja, das hat funktioniert, aber auch, weil ich einen Partner hatte, der an mich geglaubt hat. Das wäre jetzt auch ein großes Dankeschön an der Stelle für das Vertrauen, was du, besonders du als Person, immer hattest, weil das hat auch einen bestärkt und gesagt, ja, guck mal, da ist noch einer, der glaubt. Es sind schon zwei. Es sind schon zwei, das wird schon funktionieren. Und deswegen war das ganz wichtig. Ich weiß, damals, glaube ich, war das für euch auch ein Projekt, was in der Größenordnung nicht selbstverständlich war. Ich glaube, die erste Neugründung seit Jahren in der Größenordnung. Das war definitiv so. Das war definitiv so. Da durfte nichts schiefgehen. Genau. Und das war schon, glaube ich, für alle ein besonderes Projekt. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute hier sitzen und sagen können, es ist in allen Punkten aufgegangen und es hat sogar unsere Erwartungen übertroffen. Na, sogar deutlich. Also es ist für mich immer wieder beeindruckend und ich bin sehr stolz auch damit, dabei zu sein an deiner Seite, dass sich so klasse entwickelt hat. Und jetzt sehe ich ja auch so, das eine ist ja hier in der Praxis, was du da machst, hundertprozentig professionell, das glänzt, aber da sind noch so viel mehr Themen. Du hast parallel noch dein Familienunternehmen gegründet, aufgebaut. Erzähl doch mal die Geschichte, wie war das, als du dass man da auf einmal schwanger warst. Ne? Ja, das passte genau rein, oder? Ja, das war ganz toll getimt. Das war im Prinzip zur Zeit dann der Praxisgründung. Also ich darf verraten, ich war ja schwanger, als ich quasi das Projekt schon bei der Apobank vorgestellt habe. Also ich habe ein bisschen gemogelt. Ich war sehr früh schwanger, also im frühen Stadium, man hat noch nichts gesehen gehabt. Und deswegen habe ich es auch noch nicht verraten kaschiert. Gehabt. Ich habe es kaschiert. Und ich habe mir im Nachhinein gar keine Gedanken gemacht, dass natürlich man als Frau schwanger und dann mit so einem Projekt, dass dann die Bank vielleicht sich denkt, oh, ne, das ist aber jetzt ein zusätzliches Risiko. Und ich habe es nicht verraten, ich habe es ja dann erst verraten, als alles in trockenen Tüchern war. Und es ist auch alles wunderbar gelaufen. Auch im Nachhinein, als es rauskam, kam ja jetzt keiner zu mir und hat mich getadelt. Also
es haben trotzdem alle daran geglaubt und das finde ich toll. Also deswegen, ich bin bis heute überglücklich, euch als Partner an der Seite zu haben, weil ich weiß, da sind Menschen, die an mich glauben und die auch meine Ausbildung, meine Profession als auch schon so ernst nehmen, dass sie sagen, komm, wir gehen auch gewisse Risiken mit dir ein, weil das, wofür du stehst, hat Substanz und Gewicht und ich finde, das ist schon auch einzigartig. Mega cool. Ohne jetzt Werbung für die Apobank machen zu wollen. Und selbst wenn zu recht, danke dir. Ja, ist ganz ehrlich gemeint. Wenn du sagst, wenn wir ein neues Projekt besprechen, dann weiß ich genau, das Projekt am Ende hast du schon dreimal durchgeritzt, nimmst mich dann langsam mit. Aber was ich auch beeindruckend finde, wenn dann irgendwas nicht passt, du denkst ziemlich schnell um das, okay, das ist ein guter Hinweis. Und nächsten Tag hast du umgedacht, weil im Zweifel den Business Case, den strickst du selber um. Was würdest du sagen, wo sind für dich die größten Mehrwerte in unserer Zusammenarbeit? Warum, sag mal so, du bist ja Wiederholungstäter. Wir kommen ja häufiger mal ein, zwei Mal im Jahr zusammen, da passiert immer was. Ne? Was ist für dich? Also, was ich sehr, sehr schätze, ist immer die Offenheit. Das heißt, auch wenn ich mit einer neuen Idee komme, dann bist du, ich kann ja nur von dir sprechen, weil ne, du bist mein Ansprechpartner immer gewesen, schon von Tag 1. Dann hast du immer zugehört, das nicht gewertet, nicht gesagt, oh, meinst du wirklich oder muss das jetzt sein? Das lassen wir mal. Ne, sondern du hast ganz interessiert mir zugehört, die wichtigen Fragen gestellt, um mich da vielleicht nochmal in meine Idee nochmal zu prüfen und mir so einen Impuls zu geben, denk nochmal an der und an der Stelle nach. Das war aber sehr respektvoll, sehr subtil, sodass es mir geholfen hat, meine Idee zu schleifen und zu perfektionieren, um sie dann noch besser umsetzen zu können. Und das schätze ich bis heute absolut. Ne? Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg gewesen, weil es auch mir einfach gemacht wurde, im positiven Sinne. Denn wenn du die erste Idee realisierst und zeigst, ich kann das, ich kann aus einer Idee ein Projekt, ein lebendes Projekt erschaffen und ich kann es auch am Leben erhalten, ich kann es steigern, ich kann es auch stagnieren lassen, aber ich weiß, welche Hebel ich bewegen muss, um was zu erzielen und dann das Vertrauen auch des Finanzpartners wächst und man dann mit der neuen Idee kommt und man dann sagt, okay, das verstehen wir vielleicht nicht so ganz, weil von Zahnpasta haben wir keine Ahnung. Definitiv aber, hatten wir es bis dahin nicht. Genau. Aber das klingt spannend und wir vertrauen dir, mach das mal. Und das ist sehr inspirativ, weil wenn dann so ein unterstützender Impuls kommt, dann weißt du, yeah, okay, es geht weiter und dann mache ich das und dann rufe ich dich an, bin stolz, berichte dir, wie so die Zahlen sind, was passiert sehr gerne. Und du freust dich mit und ich, na, heute sitzen hier zwei Freunde und nicht zwei Geschäftspartner und das ist das, was aus dieser Sache entstanden ist. Und das ist das, wofür wir es am Ende machen. Ich würde es genauso unterschreiben. Lieben Dank. Sehr gerne.